Weiter geht's, liebe Freunde, bei der Nerdtech-Universität hier in Freshlight Meadows. Und wir sind dabei, unseren Campus auf die Stufe 9 zu bringen. Jetzt muss ich erstmal hier aus diesem Menü raus. Und, entschuldigt bitte, ich war mit meiner Tastatur am falschen Computer verbunden. Ich habe so eine Multitastatur, die ja verschiedene Rechner verbindet. Aber gut, also, weiter geht's. Jetzt sammelt dieser Typ schon wieder, ey. Warum immer, wenn ich eine Anmoderation mache? Sag mal. Ist gut jetzt. Ruhe. Gut. Also, wir sollten auf jeden Fall... Ich sehe das hier schon. Hier haben wir nicht genug Platz. Ja. Also, da müssen wir ausbauen. Und ich würde mal versuchen, gucken, dass wir so ein Zimmer hier... Dass wir das vielleicht mal versuchen, nach Forschologie und virtuelle Normalität ein bisschen zu... Nein, die wollte ich nicht umbauen. Ein bisschen zu trennen. Wir werden mal bitte das Zimmer koppen. Kopieren. Ei, ist das groß. Ach, du Gerühr. Hab ich das so groß gebaut? Im Ernst? Tatsache. Können wir das nicht einfach hier irgendwo nochmal reinquetschen? So längs oder sowas? Oh, würde gehen. Dann müssen die Leute halt immer... Nein, das machen wir natürlich nicht. Ja, klasse. Dann bauen wir die Tür zu. Können wir das so aufbauen? Nee, ne? Ah, Mist. Jetzt kriege ich hier kein Schlafzimmer mehr rein. Ah, ist das ärgerlich. Okay, gut. Dann geht's halt nicht. Aber wir werden auf jeden Fall das Ding hier einmal vergrößern. So. Mal bearbeiten bitte. Das machen wir ein bisschen größer. Einmal speichern. Und dann werden wir das Ding hier einmal kopieren. Sieht das halbwegs identisch aus? Ja, ne? Gucken wir, ob wir da noch eins hinkriegen. Sehr gut. So, Bücherregale. Eine Bibliothek braucht natürlich auch ganz viele Bücherregale. Einmal an die Wand bitte. So. Dann haben wir die hier. Einmal drehen. Das sieht nicht gut aus. So. Einmal dahin. Und einmal dahin. So, da können Leute ja durchgehen. Hier können sich die ganz schlanken durchquetschen. Das sieht sehr gut aus. Und jetzt machen wir diese Reihe hier einfach knallhart weiter. So, so, so und so. Und dann haben wir hier hoffentlich genug Möglichkeiten, dass unsere Studenten hier etwas lernen können. So, so, so und so. Oh Gott, hier stehen ja auch noch so eine Dinger. Okay. Also noch ein und geht das noch? Nein! Ah, ist das ärgerlich. Wo packe ich denn das Ding jetzt hin? Wir könnten den hier natürlich... auch einfach dahin packen. Hoffen wir mal, dass das geht. Ja. Moment. Einmal dich nach da. Das ist nicht mehr erreichbar. Dann müssen wir vielleicht ihn hier umbauen, dass wir ihn einmal drehen und nach da packen. Nehmen dich mal und packen die Blümchen mal dahin. Der Mülleimer, der muss jetzt auch mal gerade weichen. Das Ding packen wir nach da. Und da an die Seite. Ja, das Zimmer können wir jetzt so nicht bauen. Ich weiß. Da fehlt nämlich eine große, wie haben wir es? Eine Bibliotheksrezeption. Jetzt bin ich immer überlegen, ob wir eine riesige nehmen. Haben wir es denn? Ah, wir können die jetzt nicht freischalten. Okay. Dann nehmen wir erstmal, da müssen wir jetzt erstmal die platzieren hier. So. Dann könnten wir uns die riesige, die kostet 100 Punkte. Nee, das ist mir zu viel. Da lasst uns die Kudosch-Punkte nochmal sparen. Aber das können wir schon mal machen. Dann sind die hier hinten in den Archiven auch ungestört. Dann können wir nämlich jetzt hier einen Mülleimer platzieren. Am Eingang ein Teppich.
und ein paar Bilder. So. Und natürlich das Ding auch nochmal. Das ist das Schriftgutarchiv. Einmal dahin und da geht es auch noch. Jetzt haben wir es. Sehr schön. So, das sieht gut aus. Und damit haben wir die Bibliothek der Stufe 9 erreicht. Ja, mein Bester, du brauchst nochmal einen neuen Job. Und ja, ihr dürft alle wieder reingehen. Das sollte jetzt funktionieren. Und dann haben wir jetzt auch deutlich mehr Kapazitäten. So, Unkrautbefall. Ist doch schon wieder so komische Wurm hier. So, Bilanz sieht gut aus. Ein Henriette Belcher. Ich habe letztens ein bisschen was ausgesät, aber bis da was zu sehen ist, dauert es auch noch. Wie wäre es denn inzwischen Zeit mit einem flachen Blumenbeet? 10 Kudosch-Punkte. Ja, komm. Ja, komm. 10 Kudosch-Punkte ist okay. Und wir haben Unkraut. Müssen wir mal gucken, wo wir das hinsetzen. Aber ich würde sagen, so ein großes Beet mit Unkraut, das ist eigentlich immer eine gute Sache, wenn wir das schön im Eingangsbereich platzieren. Dahin. Dass auch wirklich alle Leute das auch direkt sehen, wenn sie hier vorbeigehen. Immer so ein paar schöne Blümchen. Das finde ich immer ganz, ganz schick. Uns steht eine durchnässte Zeit bevor. Eine Zeit, die regnerisch, schwül und feucht ist. Es ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber dem Unkraut wird es sicherlich gefallen. Unkraut beeinträchtigt die Attraktivität des Campus. Okay. Nicht genügend Kudosch-Punkte. Was? Ein Rosengarten? Das werden wir erstmal nicht ablehnen. Das behalten wir uns mal im Hinterkopf. Okay, gut. Ein Kummerkasten. Was ist los? Studierende schicken dir Anfragen, wenn sie Hilfe bei Aufgaben brauchen. Benötige das platzierende Objekt. Ach Gott, nein. So, Herausforderung Kummerkasten. Ja, das ging ja jetzt mal einfach. Okay, so. Jetzt sollten wir aber immer noch hier vorne umbauen. Aber bevor wir das machen, schauen wir erstmal unseren Stuckateuren zu hier. Was macht der denn? Was gucken sie sich denn gerade an? Ich kriege hier andauernd irgendwelche Sachen abgeschlossen. Wunsch nach einem Smoothie-Kiosk. 100 Kudosch-Punkte. 25. Nee, Smoothie ist gut. Ja, Smoothie finde ich cool. Das müssten wir eigentlich auch noch hier irgendwo hin platzieren, ne? Ach, wenn wir das... Ich baue das erstmal hier vorne auf. Dann müssen wir da noch einen Assistenten für einstellen. Und ich glaube, wir bauen das nochmal fix um, Leute. 4% zufriedener Bewegungstempo finde ich gut. Dann macht er schneller Pipi. Einmal dahin, bitte. So. Kriegen wir die da alle unter? Würde ich nach da setzen. Dich einmal dahin. Und dich bitte. Nein. Och, das gibt's doch nicht. Okay. Dann setzen wir die dahin. Da habe ich momentan echt noch keinen besseren Punkt für gefunden. No, das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay. Dann setzen wir ihn dahin. Dann bleiben die erstmal da. Du dahin bitte. Du Kaffee. Hallo? Zum Kaffee bitte. Unpassierbarer Bereich, im Ernst jetzt? Du musst Kaffee verkaufen. Die Studenten haben Hunger. Und duscht. Und du gehst bitte einmal dahin. Gut, haben wir das auch. So, dann sollten wir das aber alles auch haben. Jetzt müssen wir mal weiter gucken, was wir noch haben. Bilanz 20.000 plus. Sehr schön. Eine halbrunde Bank. Ja, können wir auch. 25 guter Sprung, da haben wir gerade noch. Dann sollte das auch passen. Das können wir doch eigentlich super. Die können wir doch eigentlich super hier vorne hinsetzen. Schön guckend auf unsere Blumenbeete. Einmal dahin. Sehr gut. So, was haben wir noch?
Den Hexen, den können wir nicht. Das machen wir nicht. Den hat man reingeguckt, das fand ich nicht so gut. Okay, jetzt will ich nochmal, bevor wir uns hier rumwidmen, um eine Sache kümmern. Was ist das denn für ein Kerl hier? Logan and Sweet. Feeling fresh. Aufgabe absolviert. Er ist glücklich. Frisch Luft. Wunderbar. Mein bester Logan. Wie er hier auch langstolziert mit so einem Grinsen. Ja, ich bin der Beste. Ich habe einen Zylinder auf dem Kopf. Herrlich. Gott, dieses Grinsen. Da hätten sie vielleicht nochmal eine andere Grinsen-Animation nehmen können. Es ist ein so cooles Game. Ach, du grüne Neune. Aber nicht, dass du zu tief in den Schrank kletterst und dann nach Narnia gehst. Och, was ist denn los? Hat der Schrank nicht das gehabt, was du wolltest? Jetzt steht er vor. Jetzt ist so cool. Jetzt ist ihm. Also, jetzt lasst uns mal überlegen, was diesem armen Kerl passiert sein könnte. Dass er freudenstrahlend reingegangen ist. Er hat den Schrank geöffnet und gesehen: Nein, Narnia gibt's nicht mehr. Hat sich jetzt einen Tag lang vor die Wand gestellt, guckt die Wand an und geht jetzt wieder studieren. Oder eventuell auch schlafen. Wie geht's denn dem armen Kerl? So. Unterhaltung 25%, da arbeiten wir dran. Zimmerprestige 40%, könnte also ein bisschen mehr sein. Getränke, was zu futtern, das haben wir ihnen gegeben. Ist mit Cat Leopard befreundet. Sophie Mob, wo ist sie? Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht beim Duschen stören. Oh, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Jetzt gucken wir mal fix hier rein, ob wir noch irgendwas machen können. Bilanz, ein Mumpelpendel. Ein bitte was? Nein. Gut. Also, wir wollen die Leute nicht länger stören. Wir werden jetzt zwei Sachen kontrollieren. Einmal kontrollieren wir nochmal die Studenten und einmal die Bewegungsabläufe. Und dann werden wir hier den Aufenthaltsraum umdesignen, weil der gefällt mir einfach nicht. Aber das machen wir jetzt einmal in Ruhe. So, einmal die Studenten bitte. Zufriedenheit sieht gut aus. Energie sieht auch alles gut aus. Ja. Die beiden könnten ein bisschen ungültiges. Die brauchen ein Piepzimmer. Gut. Ja. Sag ich jetzt mal nichts zu. Okay, gut. Energie ist glaube ich, normal. Das haben sie nicht. Wir gucken uns mal unsere Bilanzen an. Ist vielleicht auch mal ganz interessant. Anzahl der Zimmer. Prestige 3,9. Wir arbeiten dran, dass es größer wird. Das, denke ich mal, ist auch ein großer Punkt, wo wir auf jeden Fall dranbleiben müssen. Jahr 2, Jahr 3 ist noch keiner. Guck mal, Bewertungsnoten sehen gut aus. Campusstufe ist bei 8. Wir arbeiten an 9. Anzahl der Mitarbeiter sind 11. Zufriedenheit sollten wir erhöhen. Absolventen haben wir noch keine. Studentenaufnahme 20. Anzahl der Studenten 30. Okay. Ich bin übrigens mal gespannt, wie lang so ein Studiengang läuft. Das hatte ich noch gar nicht in Erfahrung gebracht. Maximale Ausbildungsstufe 3. Heißt das, dass es 3 Jahre dauert? Lernkurve 95%. Wir könnten natürlich die Studiengebühren ein bisschen erhöhen, aber wir haben im Moment genug Geld. So. Deswegen wollen die so ein Murmelpendel haben. Ah. Experimentalstation. Ja gut. Okay, es dauert 3 Jahre. Komm, dann machen wir in dieser Runde auch noch die 3 Jahre fertig, dass wir auf jeden Fall hier auch ein paar Studenten sehen, die hier fertig werden in der Universität. Schwierigkeit einfach. Okay, ich konnte hier nichts einstellen am Anfang. Gut, also wir machen auf jeden Fall in dieser Runde noch das nächste Jahr fertig und danach gucken wir uns mal an. Die brauchen echt so ein Murmelpendel, aber ich habe dafür nicht genügend Kudosch-Punkte. Was braucht ihr denn in der Neon-Gitarre? Nix. Wir werden das auch nicht ablehnen, aber wir werden es auch nicht aufbauen. Aber wir haben nämlich einfach nicht genug davon. Okay, jetzt gehen wir wirklich hier rein. Jetzt werden wir mal diesen Raum umdesignen. Das ist mir wirklich wichtig.
schließe 3 Aufgaben ab. Ja, ich kann momentan nichts machen. Ich habe nicht mehr genügend Kudasch-Punkte. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ein Rosengarten, das ist eine Beziehungsobjektanfrage. Das sind die Aufgaben. Ja, ich weiß. Wir sollten uns erstmal auf die Aufgaben konzentrieren. Aber mehr können wir momentan nicht. Also wir müssen das leider erstmal ignorieren. Gut, also. Jetzt aber wirklich. Schauen wir da rein. So, also wir haben diese beiden Tische hier. Und setzen wir noch einen dazu, damit die hier ein bisschen mehr arbeiten können. Da haben wir die Toiletten. Haben wir eventuell ein Toilettenproblem? Könnte das sein, dass wir vielleicht die Toiletten ein bisschen größer machen sollten? Da habe ich schon des Öfteren jetzt drüber nachgedacht. Da sollten wir mal überlegen, ob wir das wirklich machen. So, die Dartscheiben, die platzieren wir da, bitte. So. Und dann haben wir natürlich noch ihn hier. Den Ghetto Blaster. Den möchte ich gerne an die Wand haben. Zack. So, dann kommt hier eine Reihe von Blumen. Quasi als so ein kleiner Raumtrenner. So. Dann auf jeden Fall, hier fehlt, an so einer Ecke darf kein Teppich fehlen. Und eine Lampe in der Ecke, das darf natürlich auch nicht fehlen. Keine Frage. Und dann sollten wir die hier, die Arcade-Tische, zack, da setzen wir ihn nochmal hier ein Stück mit rein, dass sie da auch ihren Spaß haben. Wunderbar. 10, den auf 11 kriegen. Den Raum, das wäre natürlich cool. Was haben wir denn noch? Wir könnten... Wo geht denn die Tür hin auf? Dahin. Wir könnten den... abbrechen, abbrechen. Wir könnten den Mülleimer nach da stellen. Das nach dort. Ja, sehr schön. Das hat schon gereicht. Dann werden wir die nochmal zurückstellen. Tut mir leid, mein Bester. Die Blümchen setzen wir ein bisschen weiter in die Mitte. Die Stimme zum Soundtrack eures Erwachsenwerdens. Mit allen das setzen wir auch nochmal ein Stück weg. Und Blamagen, die dazugehören. Und hier ist der perfekte Soundtrack. Den setzen wir da weiterhin. Das machen noch I Love the University drüber. Und noch einen Teppich davor. So. Und einmal fertig. Ah, ist das nicht ein toller Aufenthaltsraum? Mega. Ja, ich weiß, ich habe die Aufgaben nicht abgeschlossen. Ich weiß, ich bin ganz schlechter Mensch. So, das haben wir. Wunderbar. Also, dann müssen wir uns irgendwann um den nochmal kümmern, aber das ist jetzt gerade nicht ganz so wichtig. Ich denke, wir sollten mal die Toiletten nochmal updaten. Toilettengang sehe ich jetzt hier nicht als Bedürfnis. Oh, der steht schief. Das geht nicht. Entschuldige. Ich reiß immer... Also irgendwie haben wir beide was miteinander, oder? Also, ich reiß immer dich hier runter. Oh, was hast du denn? Hast du Pipi? Hat Lust auf ein Snack. Five Finger Sparrows. Ja, und dann los. Dann genehmigt euch einen Snack. Sehr schön. Gut, jetzt müssen wir mal die Aufgaben kontrollieren und auch das Zimmer hier nochmal vergrößern. Das werden immer wahrscheinlich Stoßzeiten sein. Ja, wir machen das trotzdem. Wir werden die Toiletten hier komplett neu designen. Wir schmeißen die weg. Ja, das gefällt mir nicht. Wir werden einmal hier diese ganze Ecke jetzt als Toilettenecke nutzen. Das werden wir einmal komplett neu designen, die Zimmer. Das, ja, das geht so nicht. So, einmal die Hälfte. Das sind 3. So. Türchen da vorne rein. Wir werden die hier bitte einmal... Zack, zack. Da runterbauen. Da auch nochmal. Dann haben wir jetzt 2, 4... Wie sind das jetzt? 2, 4, 6, 8... 10 Toiletten. Tür kommt in die Mitte. Dann können wir den Raum nämlich auch einfach kopieren. So.
einmal den. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das noch alles reinkriege. Ein Waschbecken. Direkt daneben einmal Desinfektionsmittel und einmal Hände abtrocknen. Und ein Blümchen. Noch ein Blümchen. Ha! Zwei Blümchen, Stufe 4. Top. Einmal speichern. Wir benötigen eine Experimentalstation. Ja, ich habe... Es tut mir leid, ich habe meine Kudosch-Punkte für total sinnloses Zeug ausgegeben. Ah, das ist echt... Das ist ein bisschen ärgerlich. So, da dürfen bitte nur Frauen rein. Bitte nur Studenten. Einmal kopieren das Ganze. So. Ja. Okay, und da dürfen bitte nur Männer rein und nur Studenten. Gut, dann haben wir das auch. Dann haben wir hier auch die Toilettengröße deutlich erhöht. Das sieht sehr gut aus. Dann haben wir unseren Umbau jetzt abgeschlossen. Dann müssen wir eigentlich jetzt... Ja, wir brauchen eine Experimentierstation, ne? Aber ich fürchte, das können wir dieses Jahr nicht mehr... Das können wir dieses Jahr nicht mehr liefern. Wir schauen mal, ob wir noch was machen können. Also. Ja, das geht... Das kriegen wir nicht rein. Okay. Tag der offenen Tür. Ja, das nehmen wir mal an, das ist okay. Das sind persönliche Ziele. Ein Spieltisch für zwei von Alf. Im Ernst jetzt? Ich habe doch gerade so... Oh, ein Gothic-Bücherregal? Nein. Ja, das werden wir auch noch nicht machen. Experimentalstation für die Aufgabe. Ja, wir müssen also... Das hatten wir jetzt schon mehrfach gesehen. Wir müssen uns ein bisschen mehr um diese Sachen hier kümmern. Das sind... Ich weiß jetzt nicht, ob wir die hier drinne finden. Nee. Gucken wir mal hier rein. Im VR-Labor finden wir die Interesse... Ah, das ist... Ja, Quatsch. Das war Forschologie. Dein Essen ist kalt, weil der Ofen nicht an war. Ich würde eigentlich zum Forschologieraum... Und da haben wir... Ja, das Labor ist jetzt echt nicht das Beste. Da fehlt es ein bisschen. Zum Beispiel an einer Forschungsstation. Die können wir nicht bauen. Wir bräuchten so ein Mikroskop. Wir bräuchten so ein Murmelpendel. Eine Experimentalstation. Da sollten wir uns demnächst mit eindecken. Also da können wir jetzt leider nicht sehr viel mehr mitmachen. So, eine neue Aufgabe. 12.000 gewinnen. Sehr gut. Also ums Geld brauchen wir uns Gott sei Dank nicht kümmern. Aber wir haben zu viele Aufgaben und zu wenig Kudosch-Punkte. Naja, wenigstens haben wir eine Bank gebaut. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Inspektion ist im Gange. Also, wer sich hier noch Gedanken macht, wo unser Geld steckt... Wer dumme Fragen stellt, bekommt dumme Antworten. Genau, wer dumme Fragen stellt, bekommt dumme Antworten. Ach, herrlich. So, was ist mit den beiden? Ach, das sind unsere... Ah, das sind unsere Probestudenten. Oh, jetzt hoffe ich ja mal, dass wir gut abschneiden. Ich meine, wir haben hier deutlich mehr gebaut. Das muss man ja echt mal sagen. Sie braucht was zu trinken. Sie ist durstig und müde. Ja, ich weiß. Wir haben aber keine Kudosch-Punkte. Die hat irgendein Herr Nerd für etwas total Sinnloses ausgegeben. Also, Inspektor verlässt das Büro... Oder alles? Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Noch 43 Sekunden. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ist sie dann unglücklich? Wahrscheinlich, ne? Henrietta Belcher. Die lernt wahrscheinlich dann einfach schlecht, ne? Kummerkasten sind 5 Kudosch-Punkte. Oh, Moment, stopp. Eine Experimentalstation. 15 Sekunden. Wie viel kostet die? Wir haben 20 Punkte. Jetzt hoffen wir mal, dass das ausreicht. So. Wir brauchen... Ja, es reicht. Zack. Die wollen wir haben. Moment, jetzt gucken wir erst mal, ob das wirklich das Richtige ist. Die brauchen... Eine Experimentalstation. Ja, also.
dann gehen wir mal dahin. Tag der offenen Tür. Ja, ist ein bisschen besser geworden. Experimentalstation. Freischalten und platzieren. Zack. Sehr schön. Haben wir das nämlich auch. Und dann werden wir mal diesen Raum hier ein bisschen optimieren. Einmal dahin. Weil wir haben genug Leute. Wir verkaufen erstmal diese ganzen Blümchen hier. Nein! Das war falsch. Den wollte ich nicht verkaufen. Den werden wir uns mal kopieren. Den werden wir bitte einmal nehmen und ein wenig rübersetzen. Die werden wir einmal wegreißen. Da brauchen wir jetzt auch nicht zwei von. Dann nehmen wir bitte dich, kopieren den einmal. Zack. So. Und einmal so. Das ist schief. Einmal dahin. Das ist leider auch schief. Ah, das geht leider nicht besser. Gucken wir mal, dass wir dort ein paar Blümchen reinkriegen. So, da bitte. Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt machen wir erstmal eins nach dem anderen fertig. Jetzt wollen wir noch Blumen bauen. Einmal mehr Blumen bitte. Und eine Blümchen. Nein, ich will weitermachen. Ah! Oh, jetzt bin ich gespannt. Zack. 84%. Das ist jetzt nicht so gut. Da müssen wir noch ein bisschen, zulegen. So, jetzt wollen wir aber erstmal weitermachen. Also, wir wollen jetzt erstmal hier das Ding weiterbauen. In einem Moment ich hätte nämlich gern schon Musik Stufe 4. Plötzlich, bam, alles wir sägen den einmal nach genau da. Wie bei uns. Oh, und schon sind sie wieder Blümchen. Auf. Blümchen. Blümchen. Kann ich nicht. Finde ich noch die Möglichkeit, dass es. Ach, so ein Bild ist auch immer gut. Sinnlos, aber gut, um hier. Jawoll! Jetzt haben wir es. Machen wir gleich noch ein zweites mit dran. Zack, und dann haben wir Stufe 4. So. Wunderbar. Okay, und jetzt haben wir eine ganze Menge Anforderungen an den Campus. Wir brauchen ein VR-Labor, ein Wissenschaftslabor und Forschologie-Dozenten. Und jetzt müssen wir einmal das Ding hier kaufen. Und ich hoffe, wenn wir das mit Gebäuden kaufen, dass die das hier abreißen und da was Neues draufstellen. Ansonsten haben wir echtes Problem, muss ich sagen. Aber können wir denn auch richtig ein Gebäude bauen? Ja, wir können auch ein Campus-Gebäude bauen. Pass auf. Wir werden einmal das leer kaufen, bitte. Und das Folgejahr wollen wir noch nicht starten. Wir haben nämlich noch nicht alles abgeschlossen. So, wir haben 25 Kudosch-Punkte. Wir haben ein bisschen Geld. Und wir müssen in der nächsten Folge eine ganze Menge erledigen, ihr Lieben. Macht's gut, bis dahin. Euer Strategiener. Ciao, ciao.